Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal Kniescheibe und meinem bärtigen Blog. Hatte sich was bei mir verändert zwischen Monat 8 und Monat 9? Ja, hat er sich, aber nur ein klitzekleines bisschen. Heute gibt es die Ergebnisse im Bilder. Und wenn du neu zu diesem Kanal dazugestoßen bist, hier auf diesem Kanal gibt es Videos, wie du deinen Bart wachsen lassen kannst, egal ob du vorher einen gehabt hast oder nicht. Hier auf diesem Kanal gibt es auch Videos über richtige Menschen mit richtigen Minoxidil-Ergebnissen. Also abonniere den Kanal, falls du keine Videos dieser Art mehr verpassen möchtest. Und jetzt geht's los mit dem Video. Los geht's! Ja, Freunde, ein Monat ist jetzt her seit meinem letzten Update. Ich habe euch früher schon gesagt, früher habe ich ja fast wöchentlich meinen Bart gezeigt und jetzt nur noch monatlich, weil jetzt ändert sich nur noch ganz, ganz wenig. Das werden auch von euch die meisten oder sehr, sehr viele mitbekommen. Ja, der Bart kommt jetzt auf einmal in einem Schub und dann passiert nur noch sehr, sehr wenig. Ich komme jetzt mal näher und zeige mal von der Nähe, bevor wir mit den Bildern losgehen. So ist es mal von vorne. Ja, jetzt brauche ich nur noch Fokus. Jetzt gucken wir mal die rechte Seite. Ihr wisst ja, wer meine Videos verfolgt, ich habe hier so ein Problem. Also es geht hier so in so einem, ja, in so einem Bogen rein, ne? Und hier hat sie ein bisschen die Linie klitzekleines bisschen erhöht, aber nur die Linie, und da drinnen, das seht ihr nachher auf den Fotos, da drinnen ist hier noch nichts. Also von diesem Fleck wandert es langsam hoch, aber diese, ja, Bartlücke, die bleibt jetzt noch ein bisschen. Wenn ich jetzt ganz genau am Licht schaue von der Seite und die Haut ein bisschen hin und her bewege, da sehe ich auch sehr, sehr viele kleine weiße Velushaare. Also es wird da schon irgendwann mal was kommen, aber es dauert halt noch. Man sieht, 9 Monate ist es jetzt her, seit ich mit meiner Minoxidil-Kur angefangen habe. Ja, und so sieht es nämlich aus. Und ich bin noch nicht fertig, man sieht es. So, jetzt gucken wir die Seite an. Hier bin ich eigentlich schon ganz, ganz zufrieden. Nicht vergessen, hinter mir ist eine richtig starke Softbox, die beleuchtet mich extrem, muss man auch sagen. Hier bin ich mit dieser Seite zufrieden. Wenn wir vorher, nachher Bilder angucken, dann sieht man auch, dass es an Dichte auf jeden Fall zugelegt hat. Die viele Velushaare, die vor einem Monat oder vor 2 Monaten noch da waren, die haben sich jetzt langsam ein paar, ja, zu Terminalhaaren weiterentwickelt und ein paar sind halt noch so eine Zwischenstufe, sind aber dicker geworden, jetzt kurz vor der Transformation. Hier von dieser Stelle, da hat sich ein bisschen was getan. Ich weiß ja noch, oder manche von euch wissen noch, dass ich hier noch so schwarze Haare hatte auf einen Schlag, wo ich noch einen Dermaroller benutzt habe. Jetzt benutze ich seit einem Monat den Dermaroller, aber nur einmal in der Woche habe ich den benutzt, weil ich jetzt nicht so viel Zeit hatte. Und ich habe gemerkt, dass die Haare hier angefangen zu wachsen. Aber die sind noch weiß, die sind jetzt komplett noch hell und weiß, und ja, deswegen sieht man sie nicht. Ich hoffe, nächsten Monat sieht man sie, dann schwätzen wir auch darüber. Jetzt gucken wir die Seite an, die Seite, da ist die Höhe quasi geblieben wie im letzten Monat, aber die Haare, die neuen Haare, die da oben dazu gekommen sind, die sind jetzt terminal geworden. Also nicht alle, aber sehr, sehr viele davon sind terminal geworden und dicker geworden. Da sieht man nachher auf den Fotos. Hier auf dieser Seite habe ich meine Haare runterrasiert. Das hat folgenden Grund, da ich den Schaum auftrage hier, und der Schaum braucht kurze Haare mit dem, ja, mit der Lösung. Da kannst du eigentlich mit langen Haaren mit der Pipette reingehen, aber der Schaum, der braucht kurze getrennte Haare, deswegen habe ich sie runterrasiert. Das sieht man nachher in den Vorher-Nachher-Fotos. Und dann kann ich mal meinen Halsbereich zeigen. So sieht es von unten aus. Uiuiui. Ja, so sieht es von unten aus. Ich finde ganz okay, ganz dicht. Es ist vollkommen in Ordnung. So, dann gehen wir jetzt los mit den Bildern. Das ist meine rechte Seite. Das aktuelle Bild von heute ist immer rechts. Das von einem Monat ist immer links. Das ist bei mir immer so gehalten. Also, man sieht, im 8. Monat habe ich noch sehr, sehr lange Backenhaare gehabt. Sie haben noch sehr, sehr viel überdeckt. Aber wenn man jetzt diesen Bereich, diesen markierten Bereich anschaut, da war es halt zwischen den Haaren noch sehr, sehr lichte. Wenn wir jetzt aber das Foto von heute angucken mit getrimmteren Haaren, mit kürzeren Haaren, dann sieht man diese Lichtung, also diese kahle Stelle, nicht mehr so wirklich. Es gibt ja so nur so einen Streifen. Ja, ich glaube aber, da sind nur meine Haare nicht richtig gekämmt. Ansonsten sind sehr, sehr viele Velushaare dazwischen rausgekommen, wenn man jetzt das Bild ranzoomt. Und die vorhandenen Velushaare sind zu Terminalhaaren geworden. Die sind einfach dicker geworden und geben jetzt eine schöne Struktur.
Jetzt gucken wir mal meine linke Seite an. Hier waren die Haare ebenfalls ein bisschen an der Backe länger. Man sieht die große, große Fläche, die große Bartlücke. Und wenn man jetzt das aktuelle Foto anguckt, da sieht man natürlich auch noch die Bartlücke. Aber ich habe so ein Gefühl, dass von unten nach oben her hoch wächst. Und wenn man jetzt das aktuelle Bild heranzoomt, dann kommen sehr, sehr viele Velushaare raus. Sehr, sehr viele helle Velushaare raus. Ich vermute, in ein paar Monaten sieht es so ähnlich aus wie auf der rechten Seite. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf jeden Fall, da hat sich auf jeden Fall was getan. Wenn ich jetzt das linke Foto, also vom Monat 8, nochmal ranzoome, da, klar, da gibt es auch Velushaare, aber bei weitem nicht so viele wie jetzt. So, die Bereiche, die mir jetzt ganz, ganz wichtig sind, sind diese Bereiche. Das ist jetzt mein schlimmstes Bereich. Das ist unter der Lippe rechts aktuell. Und man sieht ja, im 8. Monat sind die Backenhaare am Kinn hochgewachsen, aber noch nicht so mit dem Schnurrbart zusammen, klar. Das jetzt in diesem Monat auch noch nicht. Und hinter diesem Bereich, da habe ich eine große Lücke hier an der markierten Stelle. Und wenn man das Bild von heute anguckt, ja, es ist nicht viel dazugekommen. Es sind Velushaare zu Terminalhaaren gekommen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt im Spiegel angucke und hin und her bewege, dann sehe ich auch sehr, sehr viel Velushaare, die auch länger werden, die Velushaare. Nicht einfach kurzer Flaum, sondern längere Haare. Natürlich konnte ich das Foto so nicht auffangen. Mit Kameras geht es ganz, ganz schlecht. Dass man Velushaare irgendwie aufnehmen kann, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Jetzt gucken wir mal die andere Seite an. Das ist die Seite, wo mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist das Foto vom letzten Monat, also vom Monat 8. Und wenn man jetzt das Monat 9 Foto rechts davon anguckt, da sieht man im Kinnbereich diese Stelle, die nach oben geht. Da sind sehr, sehr viele Haare zu Terminalhaaren geworden, einfach dicker geworden. Die Struktur wird einfach dicker. Ja, wenn man in die kahle Stelle reinguckt, an den Haaransatz quasi, da sieht man, dass die Haare mit einem großen Lücke zueinander wachsen, mit einem großen Abstand. Da hoffe ich, dass da dazwischen auch irgendwann mal Haare kommen. Aber wenn ich jetzt mal ein paar das Foto jetzt richtig extrem reinzoome, da sieht man ja, 2-3 Haare sehe ich, die frisch rauskommen. Ja, mit diesem Tempo haben wir dann ein Haar pro Monat und dann bin ich ungefähr in 25 Jahren fertig mit meinem Vollbart. Also das kann richtig heiter werden. Hier habe ich noch ein Bild von unten gemacht. Ja, das ist so wie Enterprise-Zeichen, ne? so ein Pfeil nach oben. Das ist natürlich nicht mit Absicht. Ich habe meinen Bart noch, glaube ich, noch gar nicht gekämmt. Da sieht man jetzt, wenn man links guckt am Bart, noch eine Lücke. Das kommt natürlich von der Lücke oben und nicht von der Lücke unten. Unten habe ich wirklich einen schönen dichten Bart. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, meine Freunde, ihr seht es, auch ich muss mich gedulden. Bei mir dauert es ewig, ewig. Ich habe euch ein paar Zuschauer gezeigt, die mit einem sehr, sehr schnellen Minoxidil-Ergebnis vorangekommen sind. Ich bin einer, bei dem es lange dauert und bei dem es noch ein paar Jahre dauert, wenn ich jetzt mal so reingucke. Für mich wirklich, ich bin fast schon zufrieden. Für mich ist das Wichtigste, dass dieser Bereich hier zuwächst, dass ich eine schöne Bartlinie habe, wie jetzt auf der Seite hier. Und dass diese Stelle zuwächst, ihr wisst ja Bescheid, das hier drinne und das. Also die drei Stellen. Wenn das bei mir zuwächst, dann bin ich komplett zufrieden und dann bräuchte ich eigentlich kein Minoxidil zu nehmen. Wo nehme ich gerade Minoxidil, wenn wir gerade schon dabei sind? Ich benutze Minoxidil. Ich mache hier noch ein kleines bisschen, deswegen habe ich euch die Seite hier gezeigt. An dieser Stelle, da wo es noch ein bisschen ein Ticken lichter ist, weil da dazwischen noch die Velushaare sind, die will ich noch vollkommen entwickeln. Dann mache ich, ja, wenn ich jetzt an Schnurrbart reingucke, Fokus, hier die Bartverbindung, die ist zwar da natürlich, aber die ist sehr, sehr dünn und die ist schon seit Monat 3 sehr, sehr dünn geblieben und weiter dazu ist nichts gekommen. Und hier auch, hier sind natürlich sehr, sehr viele Haare, ne? Genau, aber auch sehr, sehr dünn. Also wie gesagt, diese Stelle, dann diese Stelle hier komplett und diese Stelle hier komplett, diese Bartlücke komplett und einfach nur den Schnurrbart hier in der Mitte und ja, noch ein bisschen nach außen. Also jedes Mal, wenn ihr irgendwelche Bartlücken schließen wollt, dann müsst ihr ein bisschen außenrum arbeiten, ja, hier in diesem Bereich einschmieren. Genauso wie hier Schnurrbart, habe ich hier in der Mitte ein Problem, diesen Bereich einschmieren und dann hier in den Bart mit reingehen, kann man sagen, dass ich ja von hier aus diese halbe Seite hier voll einschmiere und dann war es das. Ich brauche natürlich kein Milliliter mehr. Wenn du eine Bartlücke schließen willst, brauchst du auch kein Milliliter zu nehmen, sondern nur so viel, wie du brauchst. Ja, bei so einem Regain-Schaum, ja, vielleicht eine Viertelkappe Maximum. Eine halbe Kappe ist ein Milliliter, eine Viertelkappe, ja, das sind ungefähr 0,5 Milliliter.
Ja, und ihr braucht immer 1 Milliliter, falls ihr den ganzen Bartbereich einschmieren wollt. Und beim Regain, da kann man sehr, sehr schön mit einer Pipette arbeiten, wie hier zum Beispiel bei Kirkland. Da ist eine Pipette dabei. Oder ich habe in meinen Videos auch nochmal eine andere Pipette mal vor einem halben Jahr mal vorgestellt. Hier ist 1 Milliliter, ja, wo der Strich ist, wenn der Fokus nicht fokussiert, dann, ihr seht es ja, da wo der schwarze Schrift und Streifen sind, da ist der Milliliter. Und da kann man auch schön, jetzt kann man 0,2 Milliliter oder nur ein bisschen reinmachen, ohne irgendwelche Milliliteranzahlen, einfach nur verschmieren, ganz kurz. Und das war's schon. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe jetzt viel geredet. Für euch ist nur ein kleiner Klick. Für mich bedeutet die ganze Welt. Abonniert den Kanal, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Mich würde es sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.